eineinhalb Jahren zum Ziel gesetzt, Equal Pay, also gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit unabhängig vom Geschlecht zu erreichen. Und zwar nicht erst in ein paar Jahren, sondern bis Ende 2021. Das war schon ein sehr mutiger Schritt, weil wir vor eineinhalb Jahren ja noch nicht wussten, wo wir stehen. Letztlich sind wir aber auf dem besten Weg, unser Ziel zu erreichen und haben ein großes Stück Transparenz geschaffen. Das Thema Equal Pay ist schon sehr emotional, weil ja jeder eine Meinung oder eine Vermutung dazu hat, die tatsächliche Transparenz aber oft fehlt. Doch wir haben das kontrovers diskutiert. Insgesamt haben wir aber sehr viel Zuspruch bekommen, weil wir ja genau diese Transparenz schaffen wollten. Chancengerechtigkeit hat ja viele Dimensionen. Die Allianz setzt sich zum Beispiel auch für ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen in Führungspositionen ein. Wir wollen uns aber nicht nur mit uns selbst vergleichen und deshalb lassen wir uns extern zertifizieren. Momentan durchlaufen fast 70 Gesellschaften weltweit die Zertifizierung und mit den Ergebnissen wollen wir natürlich noch mehr Chancengerechtigkeit schaffen.